So von der werden wir wieder merken, in Kapitel 15, Römer. Und ich werde lesen die ersten 7 Vers, wo uns das wahre Wiese dort, das Vorbild von Jesus Christus. Und ich wünsche, dass wir in diesen 7 Vers für uns persönlich da können sagen, das ist, was ich auch nur leben will. Römer Kapitel 15, 1-7. Wir aber, die Starken, sollen die Schwachheiten der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns gefalle dem Nächsten, zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften in Hoffnung haben, die Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr gleichgesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Darum nehmet einander auf, gleich wie auch Christus uns aufgenommen hat, zu Gottes Ehre. Wir möchten hier dann noch einmal in den selben Kapiteln wieder deuten angehen. Und hier fangen wir das Vorbild von Jesus Christus. Und ich wünsche euch, dass uns das wirklich ein Vorbild wird. Und dass wir alle können sagen, yes, so will ich auch mein Leben leben. Am Anfang sagte er, wie über die Sturche, wie sollen die Schwachheiten annehmen. Und hier möchten wir diese Jesus-Art, sagt man so. Und weil wir auch unser Fleischesort tachlöten. Und weil wir antreten, diese Jesus-Ort. Heute nehmen sich die Menschen an, wenn kein anderer will mit zu tun haben. Und wie sind wir dort in dem, dass wir mit den Leprakranken taub wir, die Aussätzigen und all die. Keiner will mit den taub haben. Die werden abgesondert, ganz bitte für sich allein. Und wenn bloß dich bei, wie er bei einem vorbeiging, dann musste diese sich auch melden und schreien, um dort nicht noch dichter Bibi ankommen, weil sie ihre Krankheit wie ansteckend. Was hat Jesus? Hat jeden Krank gezielt, nur diese Menschen. Und ich wünsche euch, dass unsere Anstellung der echte Kraft von Jesus Christus kann so sein. Dass wir nicht wie alle Menschen aus dem Stich gehen, niemals im Leben. Und dann wäre das es. Und weil ihr an diesem Jesus, wo er einmal so sei, denkt ihr, mein persönliches Leben, als wenn ich der Liebenrichter sei, hier in unserer Stadt auf der Gasse liege. Für kommende Charpas und im Baum irgendwo, der weiß nicht mehr, wo Hahn und nicht wo Tree. Dann kann ich trotzdem stillhüllen, mit der das Wei den Menschen unterschicken. Ich sage zu Gott, dein Ebenbild ist hier. Hier hast du, was nennt ihr leicht, in diesem Klumpen Fleisch, wo die Lichtend. Mir brennt das Hort, wenn ich das so sei. Wenn ich wüsste, wo, ich würde den Menschen zurückhalten. Wo viele von denen, die verstehen die nicht mehr, wenn du ins Reden. Die sind so weit weg, die können nicht mehr reden. Aber die Leute soll in uns brennen, auch für so eine Menschen. Und ich hier las eine Geschichte, jemand in Deutschland, der traf einen Sohn an auf der Gas. Ganz total verschwindet. Dann fragte er dem noch ein bisschen Hilfe. Dann sagte er so, komm, ich nehme die Matten an den Tisch. Der nimmt den Matten und sagt, er sagt, Idol. Dann sagt er, ja, ich kann nicht. Na, warum nicht? Na, dein Sofa ist rein. Dann sagt er, du, wen sagt Idol? Dort soll die nicht reinschreiten. Sagt Idol, ich würde ihn warm ein Glas Milch bringen. Er nimmt ein Glas Milch, bringt ihn dort, die trinkt dort aus. Und dann fängt er an, von der Leib von Jesus zu verteilen. Und dieser Mensch, der erfährt den Leib Jesu und nicht in dem, so sei er, dass er das Wut versteht. Wo er sagt, ich weiß, wer Jesus ist. Dem hat Charakter zu sein als du. Niemals ein Mensch hat mir ein Leben geacht, nicht mal im Hüste kriegen. Und hier ist einer, der sagt, du kostet mein Sofa sitzen, du kostet mein Koffer trinken. Und ich sehe ein ganz verschwindender Mensch. Ich glaube, durch können wir uns ein Bild merken, nehmt die Schwache an. Wie der wir gar nicht so weit denken, nicht mal. Ich denke, wir sind alle in unserer Jugendgruppe, in unserer Gemeinde, wo immer wir sind, in unserer Kolonie. Haben wir alte Kämpfe mit Menschen in den Stich gegangen. Und Jesus sagt, gut, ich bin nicht in den Stich. Ich sehe niemals in den Stich gegangen. Willst du Röpfe deutschen, dünn und der offene Leute wirst, dann sehe ich, ich sehe hier. Und wir haben dort gelesen, in der Ferienklasse, Gott sagt, meine Arme sind auf. Jeden, ein Feind, was der Gottlos ist.
wat er nog wel van mij, mijn armen zijn op. Want einer wat zei, ik wel, den wil ik ook nemen. Kom. Deze instelling zal ik wensen dat dat andere instelling is. Dat je hier krijgt waren in Jezus zijn. Wie de stortjes zijn, wie zullen deze schwachheiten drehen? Metnemen. Die zullen dat niet feilen, dat ze weniger zijn. Deze leuwe zal daar ons schelen nu eind, wanneer Jezus Christus voor ons allem heeft. Dann sagt er den zweiten Falschkreiten, jeder von uns soll den Nächsten zum Guten senden. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Und was hier will ich all day, wenn ich sage, ich bin schwach. Hier will ich dir merken, auch du hast nach jemand, wem du drüber kannst. So schwach ist du bist, du kannst dich nicht entschuldigen. Auch zu dir sagt die Bibel dort. Seht der Gute für die dem Nächsten. Auch die Schwache haben nach jemand, wem sie drehen können. Nur ich habe uns auch nicht entschuldigt, bei Gott, ich bin schwach, nun mache ich mich durch die Flotte, andere wollen mich einmal drehen. Das Wort sagt er uns rein allem. In der Lehre, wo wir sind, weil wir Gott dienen. Und wenn wir möchten, ich kann den anderen helfen, und dann will ich das erst, dann will ich ihm helfen. Und wir dürfen uns jenseitig zum Guten leben. Wir dürfen abbauen. Und so wie Jesus Christus gesagt hat. Jesus wusste Gott mit den jungen Menschen, aber er wird nicht die Schuld der ganz leichten Menschen. Und dort soll auch unsere Einstellung sein. Dann sagt der Vers 3 wieder, kriegt, wie Christus gewusst ist. Er sagt, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Im Psalm 9 saß ich hier. Den Pfarrer sagte, dein Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Also Gott kam auf diese Erde, extra für mich und die Mensch zu werden. In seinen Sehen, wie Herr Gott über selbst, der der Einigkeit wohnt in Jesus Christus, kann ich sagen. Aber er war Mensch für uns. Er war so schwach, dass er mit all unseren Schwachheiten mitfallen kann. In Jesaja 53 sagt er dort, er wird der Allerverachtigste. Da gibt kein Mensch auf dieser Welt, der so verachtet ist. Und wenn ich dann check, bis in der Garbage Bins in der Stadt, und du liegen Menschen besiegt, die haben nicht Kleider an, dann weiß ich dort, ich habe einen hohen Priester, der mitfallen kommt. Der ist noch du und ihr warst. Nun wo ich nicht sage, ja, ich habe Kreuze gelebt, das meine ich nicht. Aber dein Fehler und dein Sinn, der hat er alle gedreht. Er ist unter dem noch gewusst. Und dann entsteht in uns einmal ein Leib. Wie sie echt dann, dass jemand noch in den Stich gegangen ist? Ich kann nicht. Jesus hat ohne Ansehen der Person geliebt. Und diese Leib soll in uns wieder strahlen. Vers 4 sagte, denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Alles, was vorher geschrieben ist, das ist nicht bloß eine Information für uns. Und hier redet er von dem Alten Testament. Und viele, viele Menschen sagen, der Alte Testament, der gilt nicht mehr für uns. Der ist vielleicht noch ein bisschen eine Information, da kann ich noch aus dem Geschichtsbuch nehmen. Sagt, alles, was vorher geschrieben ist, das ist für uns den Lehr, den Ziel geschrieben. Das Alte Testament ist kriegsgültig für Gott. Also, Jemus, ich weiß das. Wenn wir das Alte Testament nicht verstehen, dann haben wir das nie auch nicht so gut verstehen. Ich sage immer, das Neue Testament ist nicht nur die Antwort von dem Alten Testament. Wie machen das beides? Schauen? Und dort sage ich dir hier gerade gut, was vorher geschrieben ist, das ist uns zu lieben geschrieben. Und wenn wir das weiter, dann schauen wir den fünften falsch. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr gleichgesinnt seid. Gott ist derjenige, wer hier redet. Paulus sagt nicht, ich aus dem Apostel Jesu Christi, ich sehe kommen, ich wollte ihn mal schreiben, ich wollte ihn belehren. Er sagt, nein. No. Ich sehe in Knecht Jesu Christi, sie redet am Anfang. Applaudisch, wo wir sagen, hey, wir ein Sklave für Gott. Nun sagt er hier, dein Gott, aber die Geduld. Dein Wort hat auch geschaffen, dass ich einen Sinn sein kann. Dass ich in diese Geduld und diesen Trost kann ich ihn geben. Diese Geduld und diesen Trost, das ist ein Gove von Gott. Und er sagt, Gott kann dort wirken in uns. Und ich möchte wie wahre Tränen da steht, wo Paulus sagt, wo bleibt dann ans Puche nach? Wer sie echt danach jemand in den Stich zu gehen? Warum würde ich mir danach wehren, jemand unternehmen, am zu lieben, in dem ich schwach wäre?
Ich kann ja nicht in mich. Gott ist der Janja, wenn er dort in mich wirkt, ich kann nicht. Und wenn wir auch immer waren und denken, dass Gott der Janja ist, wenn er redet, wenn wir sein Wort lesen. Und Gott ist auch der Janja, wenn er wirkt, durch uns, wenn wir in Verbindung mit ihm sind und am Ungehirn. Vers 7, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Darum nehmet einander auf, gleich wie auch Christus uns aufgenommen hat zu Gottes Ehre. Meint wir hier, wenn Gott uns nicht getrennt hat von dieser Gefangenschaft, dann können wir nicht einmütig mit einem Klang Gott loben und preisen. Aber du, wo Gott uns trennt von dieser Düsternis, wo er uns geraten hat, durch seinen Sehen, du ab einmal selber ich mal fähig, mit einem Mund, sozusagen mit einer Stimme, wenn wir hier alle verschiedene sind, als wir von dir sind, aber wir können mit einer Stimme, durch diesen Jesus, können wir Gott loben und preisen. Und das ist nur dann möglich, wenn Gott uns getrennt hat von der Düsternis. Wenn wir konnten nie in Leben kommen in ihm. Dann sagt er, und wenn wir dort weiter, dann nehmt ihn und ihn unter Dach ab. Dann würde uns dort eine Freude geben, uns jenseitig unternehmen, so als wir sind. Wenn jemand blind ist, dann würde ich ihm doch wenn Leben matten. Nein. Wenn jemand blind ist, ich weiß, er ist in Christus, kriegt so viel als ich. Ich will ihn lieben. Und wenn jemand am Vorstand sagt, nicht von selbst kommt, dann würde ich mich nicht in den Stich packen von ihm. Nein, dann will ich auch mit ihm töpfen. Weil in Gott ist er kriegt die Seele. Gott hat ihn von der Düsternis getrennt und er kommt mit einer Stimme mit ihm töpfen. Gott loben und preisen. Und ich hoffe, ich verstehe, dass ich diese 7 Versen noch einmal in kleinen Steckchen, wer wir wirklich sind in Gott seine Ehe. Ich denke, du von Anzüge, absolut nicht. Aber wenn wir Jo sind, diese Genot Gottes, dann kann Gott durch uns die geradezu Wunder wirken. Und dort seht ihr auch diese Jünger, ich habe viel Wunder getan. Aber ich sage ihnen, wer das Wort Glauben hat, der wird nach geraten denn aus dieser. Und meint, wie wird das passiert, wenn es Petrus abstand? 3000 Seelen kommen zu glauben. Und dann fangen wir nicht, dass das passiert, wie es selbst passiert wird. Und diese selben Menschen können auch in dir sein, wenn wir uns aufmerken, zu diesem Lebensstrom von unserem himmlischen Vater. Wir können ein Segen werden für unser ganzes Land, für andere Länder rum uns, in der Herr Welt dort. Weil wir diesen Segen, der ich uns ranlote von dem himmlischen Vater. Gott kann das gebrochene Gemeinschaft heilen. Und du, wenn heute nehmt ihn und ihr nehmt anderen an. Ich will wieder lesen, Vers 8, der 13. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen zu bestätigen die Verheißung an die Väter. Dass aber die Heiden Gott preisen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Heiden und deinen Namen singen. Und abermals spricht er, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und abermals lobet den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Und abermals spricht Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesses und der aufstehen wird zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sagte das noch einmal falsch, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen zu bestätigen die Verheißung an die Väter. Jesus kam auf diese Erde von der Verheißung von ihren Vätern, hei wir der König für diese Juden kommen sei, hei wir der versprochene Messias. Und wir hören dort in der Ferienklasse, dass der Jude dort nicht annehmen sollte. Und dort der verdientliche, der Jude trocken ihre Hand drei. Und du, wo wir unsere Hände nicht mal ausgestreut haben, fällt dort geschenkt in unsere Hände an uns Hände. Nun sagt er aber, dort über den Heiden Gott preisen um der Barmherzigkeit willen. Wie aus Heidenvölker, wie soll er Gott nicht loben und preisen dafür? Dass diese Gnut uns war vor uns. Geplant wird für die Heiden in echten Dürhand das Geschenk gekriegt. Und das ist aber nicht war so, dass die Judenvölker nicht hingeraten wurden, sondern Gott hat ein extra Ziel für ihn.
Aber uns ist das Geschenk in den Händen angekommen. Dann sagte Kragen den Nähenden falsch: Darum werde ich dich bekennen unter den Heiden und deinen Namen singen. Tiender falsch, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Hier möchte wir, wenn wir uns jenseitig Worte annehmen, aus dem Geschöpf Gottes, aus einer, wem Gott gemerkt hat, aus du ein Jüd bist oder ein Heid bist, wie wir durch diesem Jahr eine Stimme zu Gott loben und preisen können. Und dort ist das Ziel Gottes. Ich denke nicht, dass Gott will, dass wir in der Reihe aller Töpfen einen Klampe setzen, von allen verschiedenen Nationen. Aber diese Verbindung, die wir aber stehen möchten, und dann von wo der Mensch kommt, wann er diesen Jesus Gottes hat. Und da wird uns in einem Klang in den Himmel stehen. Wir wollen alle beide überein denken, Gott, die hat alle ihr, in diesem Gott will ich loben und preisen. Und ich will hier weiter das Ergebnis vertalen, was ich belebe mit einem Bolivianer. Hier wie einer von den Inkas, von der ganz Dunkle, von Cochabamba, und ich habe Feuer gekauft. Dann kommen wir auf den Asphalt ab, er nimmt sich den Metz auf vom Kopf, und dann schickt er mir schon an und fragt, was von Glaube hast du? Ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Dankeschön, sagt er. Sag, dann schauen wir unsere Knie, dann werden wir beten. Ich sage, okay. Wir beten Taupen, wir haben die ganze Weiche über die Hölle, uns in die Hölle zu schreiben. Manche hier wie ein Klang, was eine Buhe steht. Ein in derselbe Müll und ein in derselbe Stamm. So arbeitet Jesus Gottes. Und das wird Jesus uns in seinem Wort so klar sagen. Er ist gekommen für rein allem. Für mich und für dich. Das Jesus ist für jedem einen ein Rader, wer das will und wer das annimmt. Und ich freue mich immer, war so, das zu beleben. Ein ganz fremder Mensch. Nie euer Gesein, eine ganz andere Nation. Und vor wir die reden mit einem Mordschicht, mein Jesus, mit seinem Jesus, die sind taub. Und wenn ich lange nicht alles verstehe, aber das Jesus, der ist in Einigkeit mit diesem Gott geboren. Und dort ist gleich, wo er das Gerüt sagt, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Wieder sagt er, lobet den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Wir aus Heidenvölker sind abgerobt, diesen Gott zu loben, am zu preisen. Ist dort unsere Einstellung von dir. Wir sind säuerlich, sondern wir sind nicht die Heiden, wir sind Mennoniten. Und dann schickt wir dir so an, wie man da unbedingt wo betet sein. Wir sind der Heidenvölkerkreis. Und wir wurden abgefordert, diesen Gott zu loben, weil er uns als Gnädige war. Er ist nicht bei uns vorbeigegangen, sondern er hat sich erbornt und hat Anzug der ewige Leben gebracht. Jesaja sagt das so klar: Denn die Wurzel von Jesus und der aufstehen wird, zu herrschen über die Heiden, auf dem werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und wir sollen hier das mit mir erkennen im Glauben. Und dort bleibt alle Wege fast. Er sagt, die Worte sind erfüllen in den 13. Vers mit Fried, aber im Glauben. Diesen Jesus teilt wie mir reich bei jenen, wann wir Glauben haben. Glaube ich an ihn, dann habe ich alles in ihm. Zweifel ich an ihn, dann sagt er, dann sehe ich, es ist eine Wahl ab dem Meer. Und wenn wir das tschane, wir sind vielleicht nicht bei mir, weißt alle, wir tschane vielleicht von Wutter, da draußen in der Kontinent zu weich. Und so sind uns das Leben dann verkündet. Ein Tag fällt mir ganz gleich, vielleicht seit dem Hügel und Daumen da, dann rollt und rollt bei der Kontinent zu weich. Dann weiß ich nicht, wo meine Gleichlichkeit geblieben ist. Weil ich habe das ab meinem Gefühl gesagt und nicht ab dem Glauben und das Wort Gottes zu meinen Raden. Weil wir dort im Glauben mitnehmen und dann wollen wir auch in dieser Freude, in diesem Fried unseren himmlischen Vater preisen können. Ich will wieder lesen, Vers 14, der 24. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch auch untereinander ermahnen könnt. Ich habe euch aber zum Teil etwas kühn geschrieben, Brüder, um euch zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi unter den Heiden sein soll, priesterlich zu verwalten das Evangelium Gottes,
damit die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus, in dem, was Gott betrifft. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in Kraft von Zeichen und Wundern, in Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem aus und ringsumher bis Illyrien das Evangelium von Christus von voll ausgerichtet habe und so meine Ehre darin setze, das Evangelium nicht da zu predigen, wo Christi Name bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, die werden sehen und die nicht gehört haben, werden verstehen. Aus diesem Grund bin ich auch vielfach verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich nicht mehr Raum habe in diesen Ländern, aber ein Verlangen habe, zu euch zu kommen, seit vielen Jahren, so will ich zu euch kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Nun, der Paulus hat in den verschiedenen und mitgeteilt den ganzen Römerbrief. Und wie meint ihr auch, hat soll er dich bei ihr kommen. Aber er hat das nur noch einmal erwähnt, und ich soll hier die Demut von diesem Paulus bannen. Er sagt, ich weiß das, dass die sind stolz. Die leben im Glauben und in Jesus Christus. Und die sind auch fähig, ihn unter dem anderen zu ermahnen, wieder zu helfen. Dann sagt er, aber ich habe ihn zum Teil vielleicht ein bisschen frech geschrieben. Ein bisschen kühn, sagt er. Ein bisschen Glücktheit geschrieben. Und sagt er, ich deutet, an uns alle Typen noch einmal zu erinnern. Und dann denke ich, dass woran wir hier den Römerbrief gleich direkt merken. Um uns im Leben ein bisschen abzuwarten. Wo ist das, werde ich mit meinem Leben je und ewig diesen Gott? Wo stehe ich, werde ich mit meinem Leben zu diesem Gott? Paulus sagt nicht zu wehren, dass ich alles besser weiß und dass ich ein Diener Jesu Christi sehe. Nein, Gott tät welche. Und ich tät das am für uns rein allem zu gelten. Und ich sage hier die Leib einmal bei von dem Paulus und sehe eine demütige Anstellung. Er tät sich nicht fair entheben und sagt, ich sehe eine Wunderwehr und ich will vom Buben jemandem mal irgendwas erklären. Und ich wünsche auch, dass unsere Anstellung immer wahr ist, wenn wir jemanden ermahnen, wenn wir jemanden halpe dann, wenn wir mit jemandem beten, weil wir das tun dürfen, weil Jesus uns liebt. Weil Jesus von uns will haben, dass wir auch diese Frucht leben, was er für uns zu tun hat. Er sagt, er will uns erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Dann hätte wieder ein Versast hin, dass ich ein Diener Jesu Christi unter den Heiden sein soll, priesterlich zu verwalten das Evangelium Gottes. Paulus nannte sich hier nur einmal Priester. Und ich glaube nicht, dass er wohl handelt, wie sie alle nur denken, tritt in dem alten Bund. Aber er sagt, er ist ein Diener Gottes, um Opfer zu bringen für den Herrn. Aber was von dem Opfer? Er sagt, das Ziel Gottes für ihn ist, den Heidenvölker das Evangelium zu verkündigen und ihnen die Buße zu lehren, dass sie wollen, diesen Jesus kennenlernen. Paulus sagt, sie ein klare Ziel rührt, was Gott mit einem Ziel hat. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Er sagt, Gott hat mir ein Ziel gesagt in meinem Leben. Und das Ziel geht nur. Und das ist wie am wichtig. Er wird nicht was anderes tun, als das Ziel Gottes nur gehen. Was gehen ich und du von dir heran? Gehen wir von dir heran, was unsere jüngeres Mama mal gesagt hat, die Lutzeier, die starf? Oder gut, wir hängen heran, wo ein Ältester gesagt hat, wie euer Herr starf. Ich sage immer, wenn ihr dort gesagt habt, wo die Bene ist, dann werden wir sagen, jo. Weil wir die biblische Grund, was er uns sieht. Aber so viel Mal, gut, wie wir hängen heran, was rein ganz menschlich ist. Und ich denke, in uns steigt das alle Bene. Wenn jemand noch irgendwas sagt in der letzten Minute, der muss doch wohl so dich beim Himmel sein, das Wort mehr wird sein, als Gott sein wird. Das ist aber nicht. Wer will Gott sein Ziel niemals vertuschen für irgendwas anderes.
Nach sei dort wie Paulus, kriegt sehr, sehr wichtig in seinem Leben. Gott hat anbestimmt, der Heiden Terade, das Evangelium ihm zu bringen. Und dort Opfer, wie Gott sind. Menschen wurden vom Neuen geboren worden, die wurden geheiligt, gereinigt worden durch das Wort Gottes. Und wer wird das Ziel auch in Raum gehen? Menschen nach Jesus zu führen. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann rufe ich von dir auch Dieter, komm und lehre diesen Jesus kennen. Das Jesus Christ steht von dir nach und wacht ab uns. Und er will sich hier und dort wie alle Teilhaber sind und arm in unsere Herrlichkeit. Vers 17 sagt er, darum kann ich mich rühmen in Jesus Christus, in dem, was Gott betrifft. Sagt Paulus, hier kann ich mich noch mit Grilltöne. Dann sage ich, wir das über sehr ganz arg. Er sagt, nicht aber echte Töne haben. Nicht meine Qualität oder meine Arbeit, meine Töne. Nein, er sagt, das, was Gott betrifft. Gott hat mich geraubt, um die Arbeit zu tun und sagt, du freue ich mich so fair. Ich sehe so deutlich glücklich zu sein. Und dann sagen wir über Christ im Leben, die haben nicht eine Freude. Wir haben manchmal ein Beispiel hier gehört und die haben ein Pizzi gesagt, weil er dreht so lang. Und Paulus sagt, kein anders. Ich darf mich rühmen, warum? Nicht, weil ich irgendwas sehe. Aber Gott hat mir gesagt, komm, ich will die Brücke, du kannst das Evangelium verteilen und manche Heiden. Du kannst den Menschen von mir verteilen und ich werde trage und die werden nie Leben finden in mir. Weil ich du auch mit dieser Freude und auch mit diesen Rühmen für uns in Jesus leben. Nicht, dass wir was sind, aber Jesus hat mich würdig geschätzt. Da wir alle hier sitzen, wer mich kennt, die wollen vielleicht weiter, was mein Leben verhören wir. Und ich glaube, dass meine Familie denkt, die weiter. Aber ich kann mir rühmen, dass Jesus mir dort wird geschätzt hat, von dir hier mit dir zu sein. Und ich werde derich und derich nicht, aber er sagt mir, komm, wie ich das annehmen will. Und ich kann das annehmen, derich dir, genau Jesu Christi. Das ist das Rühmen, was Paulus gesagt hat. Nicht sich selbst, seine Arbeit, seine Arbeit, alles, was ich tun habe, sondern dort, was Gott betrifft. Vers 18. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt hat. Er hat sich drei, er muss nur reden, dass wieder sei. Wo nicht auch eine Welle von dem Futter steht. In Wahrheit meint wie hier, Paulus, der hat so genau das Ziel Gottes heran. Ich wüsste, das hat Gott mich beraubt und in das Ziel gehe ich auch wieder. Ich will mich nicht von besiegen nach irgendwo in den Terrain. Ich will mich nicht Dinge besiegen nach irgendwo zu reden. Nein, meine Abgabe ist hier. Jesus hat mich frei gemacht am verarmten Deine. Hier können wir das Beispiel nennen, woran würde ich dann noch mal einen Feld in der Welt stehen wollen. Ich will mich nicht mehr besiegen. Ich will dort wiedergeben, wo mein Gott mich frei gemacht hat. Und er hat mich frei gemacht, zu der Frieden und zu der Gerechtigkeit. Und hier werde ich auch leben. Und dann sagt er, 4. Kapitel 1, dann lebe ich Gott wohlgefällig. Verschneit hin und wieder, in Kraft von Zeichen und Wunder, in Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem aus und ringsumher in diese Länder, sagt er, das Evangelium von Christus voll ausgerichtet haben. Er wird sich sicher, er hat voll verteilt alle Wehe. Nun werden wir nicht sagen, dass Paulus heute nur rein jeden ein mit dem Evangelium erredet. Aber er hat sich leider Leute vom Jesus Gottes. Und du, wo er gefällt hat, wo du Jesus Gottes am Hand lädt, wie er hier warst. Und er hat seine Arbeit für Gott getan. Er sagt, und so meine Ehre darin einsetze, das Evangelium dann nicht zu predigen, wo Christi Name bekannt war. Wurde was gebordert haben, wenn Paulus wie du hingegangen ist, wurde auf ein Jahr gehirrt heute? Nein. Ich glaube nicht, dass er dort was sei. Er will viel mehr sei, mein Ziel wie unter den Heidenvölker. Und dann wird er am Tadone, du wo nach China Evangelium wird, du werde ich hingegangen, weil der Jesus sagt mir dort, go, diese Menschen brücke dort. Und wenn er auch sagt, er hat das voll gerecht, sei er gebernet, aber auch Paulus wie einer, wenn er da loslassen kann. Hei wie einer, hei jink und streit das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben, hei tragt sich drei und jink nach der andere steht, wo nichts wir. In diese, da hei aufgeben und sagt, nun gut wieder.
Und das ist Gott sein Ziel von der für mich und für dich. Wenn ich dir Rat habe, habe ich dir nicht Rat, einmal auf die Beine zu setzen und zu warten, was ich kommt. Ich habe dir mit dem Ziel geraten, dass du Würde kostet für ihn. Und wenn du ein Freundel wiedergeben als zu dir im Nächsten, aber drei du wirst zu bi, dass Gott sein richtig Bild wird. Und Paulus wird heute aufzugeben, du der Wiese an, auch wie soll er heute sein, auch andere Dinge zu übergeben. Wenn er auch nicht ganz vor dich wie in der Tiere einer der Evangelium gehört hat, aber gemeint ist, wie er an Stunde, und er wüsste, was wiedergegangen. Und ich denke, hier ist für uns als Ältester schon eine gute Liebe. Und manche einer denkt, wenn er Ältester gewählt ist, dann mache ich, um dort zu bleiben, weil er erst mir gegeben. Und ich war, sei das anders, wenn Gott in der Gemeinde nach einem anderen berufen hat, und ich sei, der hat die Fähigkeit, ein Lehrer zu sein in der Gemeinde, und ich fühle ziemlich alle, dann ist das meine Abgabe, diesen jungen Bruder an der Seite, und der geht wieder. Und damit sagte Jesus nicht zu mir und nicht zu Paulus damals, nun kannst du die gehen durch, sagte. Nee, dann wollte ich wieder gehen. Ich konnte trotzdem gehen und andere erquicken, andere Mut machen. Dort hat Paulus hier in Rom gekriegt. Du wirst eine Gemeinde. Und er will nicht ankommen und eine Gemeinde gründen, sondern er will ankommen, durch ihn erquickt zu werden, Mut zu machen. Er will mit ihm taub einstimmig diesen Gott loben und preisen. Er sagt, vorhin finde ich, aus diesem Grund, als er auch vielmals verhindert wurde, eine Ernte kommen. Krieg will er ganz genau auf dem Heiligen Jesus harschen, wird er am Leben dort. Und wie weit er dort in Paulus sein Leben immer war, sagt er, der Heilige Jesus hat das nicht teilgelassen. Wir sind verhindert worden, wir können nicht kommen. Und hier sagt er, Krieg aus diesem Grund, dass wir niemals meine Absicht nicht nach Ihnen zu kommen. Und ich will dort und er wollte auch. Aber der Heilige Jesus hat was anderes ist schon Plan. Nun aber, sagt er, willst du nun nicht mehr Rühm essen in diesen Ländern? Und hier sagt er, ich habe alles vor dich. Ich habe aufgegeben, vor dir hast du das nicht. Ich habe wiedergegeben. Nun merkt er sich reut. So will ich zu euch kommen, Vers 24, wenn ich nach Spanien reise. Dann sagt der Krieg, ich will durchkommen und ich will von Ehren zu Hand gelegt werden und bei Ehren erquickt werden. Möcht wir heute die Gemeinde in Rom auch reut merken mit der Begegnung. Und Kreuz, der Jesus Christus anzog. Heute hat uns hier im Leben auch reut merken, um ihm zu begegnen. Ich will wieder lesen, Vers 54, 33. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia gefallen, eine gemeinsame Gabe zusammenzulegen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Ja, es hat ihnen gefallen und sie sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden ihre geistigen Güter teilhaftig geworden sind, ist ihre Pflicht, ihnen auch in leiblichen Gütern zu dienen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diese Frucht versiegelt habe, will ich über euch nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit vollem Segen des Evangeliums Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme durch den Willen Gottes und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. War er so klar, voll Paulus sich gelehrt von dem Jesus Gottes. Und ich wünsche, dass wir im Leben können klare Entscheidungen treffen mit Gott. Ich sehe denn, ich will nicht jünger kommen, aber nicht gut, ich nach Jerusalem. Der Heilige Jesus hat mir gesagt, ich nach Jerusalem. Und er kommt mir meistens in Paulus in den Leonenstall. Warum kann ich nicht sagen, Timotheus Kostüm hat das Geld zu hängen in Jerusalem? Da in Rom die Wacht hat mir. Er hat uns gesagt, wo kommen. Ich wollte dann noch hier hängen und dort hin. Und ich denke, manchmal traf ich seine Entscheidungen. Aber Paulus fühlt sich gelehrt von dem Heiligen Jesus. Und er sagt, nein, erst gehe ich nach Jerusalem und dann komme ich nach Jünd. Und er wusste, wie Gott seinen Plan so. Und dann der mitteilte, was er ist. Er sagt, die Gemeinde ist von dir. Komm und sagt, diese heidnische Gemeinde, die haben top gekleidet für Jerusalem. Weil die Herde dort in Jerusalem, die Menschen gingen dort knapp. Der hat nicht zu essen. Den fehlt dort. Dann sagt Paulus, das ist ja wie schuldig.
Wie uns Heidenvölker, wenn Gott uns die Gnade geschenkt hat, wie können wir Rat sein, der ist Israel, der Gott seine Gnade, sagt, wenn wir diese Ratung teilhaftig sind, dann sind wir auch unter materialische teilhaftig fern. Und so hat echt ein Dürr, von der auch diese Gelegenheit, Missionarin und Botschafter Jesu Christi zu unserer Städte. Gott will das von uns. Und auch wir haben dann das voll erreicht. Und wir sollen, doch ich sage, wir sind Schuldner. Und wenn wir uns niemals drehüllen, auch wenn das ganz fremde Menschen sind für uns, wenn wir manche entfehlt haben, dann werden wir uns teilnehmen mit ihnen und ihnen zu helfen, du, wo wir kennen. Und wahrer sei wie dort, nehmt euch unter den anderen an. Sagt, wann ich dort voll ausgerichtet, 28, und diese Frucht eingehändigt habe, dann will er der Eva Ernt nach Spanien gehen. Dann sagt er, aber ich komme nicht ladig. Ich komme mit den Geschenken hin. Vers 28, 29. Ich komme mit einem vollen Sehen hin. Wo ist das von dir und ihr Angst, das glaubt ihr Menschen, wenn die anrufen dann beim Nächsten? Die dürfen dort nicht sein. Wo ist es eine Einstellung? Vor ihr dem Nächsten beseht ihr mit der Einstellung, ich kann die Schenke nicht finden. Ich komme nicht bloß zu Jerusalem und Jünd und sage, wo ist es da? Sondern ich kann die Schenke nicht. Und weißt du, was das Geschenk ist? Diese Familie zu segnen, wo wir hängen. Ein Gottes Segen wünschen. Ein Frau, wie er das geht. In der Zeit, wo die in letzter Zeit mit Gott belebt hat. Paulus sagt, ich komme nicht mit dem Geschenk, ich komme nicht ladig. Gottes Segen drehe ich mit. Und dann will ich in aller Schenke, dann will ich mitteilen. Und dann komme ich feststellen, wo Paulus was mitgeteilt hat, wie arm das Gegone ist und was er für wunderbare Wunder erlebt hat. Heidenvölker sind zum Glauben gekommen, Gemeinde sind entstanden. Und dann komme ich feststellen, die Gemeinde in Rom, die wurde gejubelt haben. Die wurde in einem Klang Gott verherrlicht haben. Und weil wir auch mal diese Einstellung nehmen, wenn ich am nächsten gehe, weil wir einen Segen mitnehmen. Weil wir nicht warten, bei uns ein Esel zu uns reden worden sei, woran schläfst du mich? Das ist Biliam, das Ding. Weil wir nicht fluchen, sondern weil wir einen Segen mitnehmen von unserem Nächsten. Und dort, wo wir hingehen, dort wie Paulus in der Einstellung. Dann sagt er verstartig, ich ermahne euch, aber Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen. Sagt er, hört seinen Wunsch. Nein, der dann abmuntere, sagt er, der wird mich mehr kämpfen. Dort für mich beten, weil ich weiß, die Gemeinde in Jerusalem, die wird das nicht leicht haben, das anzunehmen. Ich wünsche, die Gemeinde in Jerusalem, die könnte das Geschenk annehmen, was von Gott kommt. Nein, ich möchte dort nicht Fehler gehen in Jerusalem. Ich möchte das Reich teilen in Jerusalem. Und dann sagt er, weiter ich auch, wenn ich wo komme, dort die von Judäa, die wurden alle jene unsinn. Ich wollte kämpfen, Mathe, und sagt er, steht doch für mich an. Und war das so, wie hier diese Verbindung, nehmt ihn unter dem anderen an. Einige Gemeinden haben große Fähigkeit für den anderen zu beten, taub zu beten. Und ich finde, immer war das so schön, wenn wir auch eine Versammlung haben bei uns. Da müsst ihr nur kommen. Und er will das Evangelium verkündigen. Dann frucht er all zwei Wochen für euch. Tja, ich bete für mich. Das war Paulus hier. Tja, ich bete, dass der auf die mir wurde. Dass das Wort Gottes nicht wird verhindert wurde. Sondern dass Gott wird gnädig sein in diesem Zeit, wenn ich es durchsehe. Und das war Paulus dort. Er sagt, der Widersacher ist immer ohne der. Was kämpft mit mir mit? Bet für mich. Und weil wir uns auch unter dem anderen immer waren, im Gebet gedenken. Dann sagt er, du mit, hey, mit Frieden ankommen kann, der ich den Wille Gottes in mich mit ernt erquicken wird. Er sagt, wenn dort was passiert, dass ich alle taub im Gebet stehen sei, dann kann ich so gleichlich nicht hinkommen. Die wollen sich mit oben Arms empfangen bei der Gemeinde. Die freuen sich, ab diesem zu sein. Und dort soll auch unsere Anstellung sein. Einer dem anderen tun ja Städte in Gebete, dann wollen wir uns die das mal freuen, wann wir uns an sich sein. Und ich freue mich so, dass das stimmt. Und manch einer, was in der Zentrum der Schigung ist, wenn ich im Luther sei, mir ist dem Mathe bloß am Futter. Weil es mein Bruder geworden.
Ich habe vielleicht eine kurze Zeit zusammen mit ihr. Aber wir haben ein Jahr mit ihr ein Jahr geknackt. Buhen und diesen Gott. Und wenn ich den Schluter sage, die Arme sind auf. Ich möchte bloß einmal antworten. Weil du treibst mir was taub mit uns. Und diese Einstellung hat Paulus mit der Gemeinde in Rom. Wenn ich komme, ich will mit voller Freude, weil ich ihn antworte. Weil wir beten einer für den anderen. Wie weiter wird er tät. Kämpfe und beten. Und da treibt uns taub. Und dann sagt er noch einmal, sagt er, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Und ich wünsche, dass wir dort auch mal können in unserem Hort Material. Und es steht, wie sagen, Adoi, Schock. Das nächste Mal, Adios. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wie seien uns, wenn ich hier dann im Himmel, Gott segne euch. Ich sage immer, wie es plötzlich feiert, wir sind zu einfach. Schau, weich. Vielleicht können wir uns nicht im Hort nehmen und sagen, Gott segne dich. Wo kannst du uns dort? Und Gott will haben, dass unsere Hände aufsenden und segnen. Ich sage, ich stehe Tag für Tag in Lüge. Aber Gott löst Fall. Ich will bloß segnen. Und wie es Senior Gottes, weil wir das Moment nehmen, Gottes Segen. Und ich habe nur Spiel für Spiele. Einmal, wo wir gewähren haben, dabei. Ich will die Karten mit Taubfutter von dem 15. Kapitel und drei Dinge. Wir sind hier gerne in Paulus in Leben. Mein Wille, die hier dem Herrn. Also mein Wille und dein Wille dem Herrn übergibt, und der Levi mein Eid. Wir erzählen klar, mein Wille, die hier den Herrn. Hei jink, wo der Heilige Jesus am Leiden dort. Der zweite ist, meine Mädel, mein Haben gehört, die hier dem Evangelium. Sind euch in dir gereut, zu geben, wo Gott uns, der dir aufmerken, wo Gott uns hinweist. Und der vierte, ich habe gesagt, meine Fürbitte, meine Gebete, die hier in meinen Brüder, meine Schwester. Noch einmal, mein Wille gehört Gott. Mein ganzes Haben gehört, gehört das Evangelium, wo immer Gott mir eine Idee aufmerke. Und meine Gebete gehören dem Nächsten. Und da meint er, nehmt euch unter den anderen an. Ich will eben gehen und das saß hier in dem Kapitel, die ersten zwei Versen. Und hier geht es um die Grüße, um Ermahnungen. Und um den Segenswunsch und Lobpreis. Erste zwei Vers sagt der Römer 16, ich empfehle euch aber unsere Schwester Pöbe, welche eine Dienerin der Gemeinde in Kenkrea ist, dass ihr sie aufnimmt in den Herrn, wie sich ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht, in welcher Sache sie eurer bedarft. Denn auch sie ist vielen ein Beistand geworden, auch mir selbst. Wahrer, wir ganz verfremdet, dort für viele Völker eine Schwester in der Gemeinde sind, kauft nicht. Eine Früh, wie reich noch wird. Und hier der Paulus erklärt, dort eine Früh, eine Mial in Gott seine Ehe, Charakter für wird, als es wie. Und der hat er ein extra geschrieben, diese Früh abzunehmen in der Gemeinde. Er sagt, dort ist eine echte Dienerin Jesu Christi. Und dort der soll Anzug merken, aus Mana. Was wir durch diese Klaus hier gelernt haben, der Früh ist anzunehmen aus dem schwacheren Gefäß. Zu der Ehe Gottes, damit unsere Gebete nicht hier auf dieser Ehe bleiben, sondern dass unsere Gebete können erhielt worden zu Gott. Der Früh ist die hier vollständig in der Gemeinde. Sie sind Dienerinnen Gottes. Dann verstreut der Sastien, hier hat er namentliche Grüße an Gemeindeglieder. Ich möchte auch verstehen, ich will das einmal so durchlesen, dass das, was in der Gemeinde rum, was der Kreis so fehl ist, und da werden der Paulus diese Nomen hier alle abnehmen. Hier wird er den Menschen bei Nomen sagen und sagen, ich reiße dich, ich reiße dich. Und wenn wir das machen, der habe damals den Brief gekriegt, einer ist abgestohlen und der hat für die ganze Gemeinde gelesen, dann verstehen wir auch, warum er das getan hat. Er will uns reißen, er will uns was mitgeben. Also verstreut er saß hier. Grüßet Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus.
Und ich freue mich, wie sich diese Nummer hier antreffen wird. Das wäre ein Lied, wenn Paulus auch die Tane geliert in Korinth. Er hat mit dem Typ gearbeitet. Diese Aquila und Priscilla, der hat erhört, erhüßt und erhaben gehört, dem Herrn geweiht. Und das wäre so ein Deupen Sehen für Paulus. Und diese stellt ein ganz Buch ab. Und ich kann Paulus hier in die Weste verstehen. Er freut sich so für die Familie. Und er weiß, der wäre da. Sagt, da ist all die Reise. Grüßet Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Jesus Christus, die für mein Leben ihr Hals dargeboten haben, welche nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßet auch die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßet Epanetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßet Maria, welche viel für uns gearbeitet hat. Grüßet Adronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die angesehen sind unter den Aposteln und die vor mir in Christus gewesen sind. Grüßet Amplias, meinen geliebten Herrn. Grüßet Urban, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachis, meinen Geliebten. Grüßet Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßet die vom Hause des Aristobulus. Grüßet Herodian, meinen Verwandten. Grüßet die vom Hause des Narcissus, die im Herrn sind. Grüßet Tripena und Triposa, welche im Herrn arbeiten. Grüßet Persis, die Geliebte, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Grüßet Rufus, den Auserwählten und Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßet Asikritos, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßet Philologus und Julia, Nerios und seine Schwestern und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinde Christi. Es ist vielleicht manchmal schon, dass hier nicht Donald oder Jakob oder Johann werden steht, dann würde uns so leichter fallen. Aber du willst von dir auch nicht eine Chicke. Sondern was wir hier eine Chicke wollen, weil Paulus lieb hat, die Gemeinde. Und weil Paulus sagt das. Am ist das wichtig. Diese Menschen würden mitgearbeitet haben für das Evangelium. Würden durchgekämpft haben. Würden geleden haben für das Evangelium. Und das war dann nicht gemeint, dass hier jetzt nur die normale Gemeindeglieder der Stich. Niemals. Aber er hat auch eine Erkennung gegeben. Er sagt, ich weiß, diese Menschen, die haben sich im Spiel gesagt, erleben für mich. Die haben alles durchgetan, damit ich wiederkommen und das Evangelium können diese Heidenvölker kommen. Ich würde sagen, dass der Einige kommen, wenn er nicht an diese Menschen wäre. Und hier möchte ich sagen, nehmt euch unter den anderen an als dem Herrn. Wie wichtig das ist, taub zu arbeiten im Reich Gottes. Brüder und Schwestern, wer immer wie sie hier sind und wieder hier, wie Brücke ans Jehen sie die. In die Gebete, in materialischem Geld, was wir haben, wie Brücke ans Jehen sie die. Und er sagt, sie sollen sich in ihrem Ohr grüßen mit dem heiligen Kuss. Und damals wird es so, dass sie sich dem Kuss geben, der die Bienen oben mal. Und dort wird ein Tätchen, dass sie sich einer dem anderen verjäfft haben. Und ich weiß nicht, wie ihr das bei uns auf dem Obermal habt, aber bei uns auf dem Obermal haben wir das so, dass wir uns jenseitig im Gesicht schicken. Und damit bewiesen wir, haben ein klares und reines Gewässer. Ich weiß, wie wir anders schieren. Wer behaart bis ans Ende, der wird selig, wir mussten mit der Chaptop, mit der Hortop schieren. Einer haare das andere, dann muss ich mit der Hortop schieren. Sie dachten viele Menschen lang, das ist vielleicht lachrig. Aber einer haare das andere, der meint, wacht einer für den anderen. Lüht einer auf den anderen. Weil zu der Zeit wird das so schlimm, dass einer den noch ein bisschen trinkt, alle Öten, als sie ganz fallen, der andere der hört nicht, der kriegt reich nichts. Weil zu der Zeit wird das ein gemeinsames Essen, das Urmul. Das wird anders als von dir. Weil ich nicht finde das schön, wenn ich auf der Bank sage, manche Bräuter, und ich weiß, bis sie mir einer sagt, und der Becher ist bei mir, und dann schicke ich am anderen ihr und sage, yes. Ich habe alles vergeben. Und dann kann ich Frieden trinken. Aber das sagt uns auch, prüft euch in euer Herz. Das ist ganz das erste Verstehen mit Gott und Eva. Aber dann an den Nächsten. Hier meint wie diese Horde dort, sie grüßen sich in ihrem Onda mit dem Kuss. Und dann sagt er, es grüßen euch
die Gemeinde Christi. Und das, was Paulus hier nennt, schrieb er an, diese enge Beziehung noch einmal deutlich zu merken. Wir eng in Verbundenheit stand mit den Gläubigen, die auf der anderen steht, obwohl er nicht durch wir. Ich will wieder lesen, 17 und 18, wo er nun ermahnen wird. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr achtet auf die, die Trennungen und Ärgernisse anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelehrt habt, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauche. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Wir haben das einmal wahr von Paulus. Er sagt, von den Ehrlehren rannt. Aber ein gläubiger Mensch, sagte, nehmt euch an. Der Schwache, nehmt euch an. Und hier meint, wenn jemand nicht die Liebe bringt, wenn er mit der Bibel stammt, dann rannt. Das ist ganz wichtig, dass wir von der Ehrlehren ans Wachhölle. Und das ist wie diese Lehre, wenn wir nur ohne Säle, was hier gesagt hat, da ist die Einigkeit im Geist. Das ist die Lehre, wenn er mit dem Geist Gottes übereinstimmt. Und ich denke, das erste Johannes Kapitel 4, wo er uns so klar sagt hat, wer bekannt hat, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, gestorben für uns, dort ist der rechte Jesus. Und da sollen wir auch einmal weiter prüfen. Und wie möchte ich hier über Menschen, die kommen, dass wir Menschen, die einen Genuss von der Gemeinde wollen haben. Die sollen nicht annehmen, sondern sie sollen nutzen. Und der Wen sagte, sei deine Ehrenbock. Sie dienen nicht diesen Gott. Und wir sind nicht auf diese Erde gestalt. Christen sind nicht Utnutzer, sondern Christen, ihre Hänge sind dem Jewe. Weil Gott uns alles geschenkt hat, was wir brücken, wir können nicht für uns kleben. Unsere Hänge sind durch dem Jewe. Und dort seht ihr, sagt er auch in Matthäus, ich weiß nicht, den Kapitel kriege ich wenn ich auch nicht den falsch, wo er sagt, umsonst habe ich dort die Schrehe. Und umsonst geht das wieder. Und das, wo Paulus hier verwarnt hat, sagt er, die Ehrlehren, die kommen, die deine nicht diesen Gott, sondern er Gott ist der Bock. Die seine bloß, wo können sie die Gemeinde nutzen, die Gemeinde wurde ein Versorger gemacht und sie eben von Gott wollen sie nicht. Sag einmal, dort wird hier das Gelehrte ist, das Wort des Friedens von Gott. Und dort ist gelebte Bruderliebe. Nehmt einander an. Nicht sich selbst, sondern nehmt einander an. Ich will wieder lesen, Vers 19 und 20. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Heute dann die Abrufe, weise zu handeln im Guten. Er sagt, von jüngem Gehorsam ist er bei allem bekannt geworden. Deshalb freue ich mich. Und er sagt, der Satan wird Gott in ganz kurzer Stütze treten. Jesus wird wahrer kommen und er wird in eng haben. Und er sagt, von jüngem Gehorsam hielt man alle Wehe. Und hier ist ein Zeugnis, was von dieser Gemeinde rückkommen wird. Und mit anderen Worten sagt Paulus, das jüngste Zeugnis nicht verdorben in dieser Welt. Und ich habe diese Dinge auch mit Bräuter über verschiedene Dinge geredet. Und das ist auf so leichte Weise tun. Zum Beispiel, wir reden über Schwache und Storche. Ich kann bei uns in der Stadt sitzen, ich kann mir ein Glas Bier fordern, da wird mir vergessen, die Hütte lassen. Und da wird mir vergessen, nicht verdorben. Und Gott wird mir auch nicht da sein, wenn ich das trinke. Ich würde mit einem freien Gewässer kennen. Aber sieht dort jemand, ich sehe komplett ausgeschlossen von ihm. Du hast die Sauberheit selbst gesehen und das wird rein einmal verheben. Und das Zeugnis kriegt, das Paulus an sich mitgeben, das werden wir bewahren. Die ganze Welt hat das gehört. Sie leben im Gehorsam Gott gegenüber und lässt sie nicht durcheinander bringen. Lebt in diesem Gehorsam Gott gegenüber. Er sagt, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze.
Jesus Christus wird wahrer kommen. Und wann er wird wahrer kommen, dann hat Satan für alle Ewigkeit verspielt. Er hat nur all verspielt. Jesus hat an der Macht genommen, aber dann wird eine klare Linie sein. Nicht so wie so, als wenn der Satan herrscht, als wenn er alles regiert. Sind nicht du nur, dass Gott wirklich die Allmacht hat. Aber im Glauben und diesen Jesus weit wie dort, Jesus hat die Allmacht. Wir haben einen Gott, wenn er über rein alles herrscht, dann sagt er, in dieser Hoffnung lebt. Lot jenen gehorsam und diesen Gott nicht zu schauen können, dort weise am Gunnen, im Göden bedacht. 21, 24, hier der dann nur die Mitarbeiter grüße. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sopater, mein Verwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Jaius, mein und der ganzen Gemeinde wird. Es grüßt euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Hier möchte ich einen Strieb Mitarbeiter von dem Paulus. In Wahrheit möchte ich einer dieser Timotheus. Das Timotheus, dem Nander sind jung. Dem hat er abgetragen. Und das wir aber gar nicht sind jung. Aber er fällt sich so dicht taub. Und der Paulus Wahrheit erwähnt. Diese Leute alle herzlich grüße. Dieser Tertius, der hat diesen Brief geschrieben. Der hat das alle mitgeschrieben von diesem Paulus. Paulus hat geredet und dieser hat geschrieben. Und sagte, ich lade ihn auch grüßen von meinem ganzen Haus. Dieser Jaius, der wie ein ganz bekannter Mann. Auch für diesen Paulus, auch für diese anderen Völker, die zum Glauben gekommen sind. Die kannten diesen Jaius. Und diese Leute haben alle grüßen. Und ich wünsche euch, dass wir immer waren, wie manche hier, hier wird ein Segen, einem anderen Segen übergeben, von einem nach der anderen Gemeinde. Ihr von den ganzen verschiedenen Mitarbeitern, nun sind die Mitarbeiter da, und du wird bloß einmal Segen überredet. Ans ganze Haus steht für jünd an, unsere ganze Familie ist für jünd, wie beide für jünd, wie unsere Stadt die jünd im Allen, gut mutig für jünd im Glauben verweichen diesem Jesus. Wer lug wieder dann in unserem Leben? Wenn Menschen in Sommerfeld, in Vretschers, wo immer wir alle kommen, wenn wir mit Ernst Ausschritt nehmen, der Gott segne euch. Wir beten für ihn, ans ganze Haus steht hinter ihn. Gottes Segen euch. Und dort wird die Anstellung von damals, die Christe, von Paulus und von unserem Jesus selbst. Weil wir auch ein Nachfolger Jesus sind und unsere Hände aufmerken, zu segnen, einer dem anderen. Ich will zum Ende kommen. Vers 54, Bad Eng. Dem aber, der er stärken kann, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden, dem Gott allein sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Er sagte, dem aber, der euch stärken kann. Noch einmal, der erwähne, ich kann nicht. Ich sehe einen Diener Jesu Christi und ich kann ihn kommen und ich kann ihn verschiedene anleiten und ich kann ihn vielleicht auch in viele Sachen helfen, aber ich kann nicht. Paulus hat immer wahr den Blick nach unseren Jesus Hand rechte. Und weil auch ich in Dümmer diese Anstellung gehen. Und das will ich uns zum Schluss mitteilen, wer immer das Wort hier, diesen Römerbrief, auch die, von der hier sind. Lot dort sein, was ich gesagt habe. Aber nehmt dort an, was Gott hier geredet hat. Ihm sei Ehre allein dafür. Ich habe hier nicht geredet, zu jünd, von mir eichet. Sondern nehmt dort an, aus dem Helden Jesus, was hier jünd geredet hat, vom Himmel rauf. Gott sein Wort ist, was der Lebende dich merkt. Ein Arm allein trifft alle ihr. Er sagt, dort ist nie offenbar geworden, durch die Schrift, durch das Evangelium, was die Propheten vorher nicht verstehen können. Die wissen nicht, was soll das, alle nochmal Worte, was für Feier 500 Jahre vorher uns beschrieben wird. Und von dem kann ich dort sagen, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Und der ist auf für einen rein jedem einen.
Und dieser Jesus wacht mit offenen Händen. Für mich und für dich. Und er wollte warten. Was der letzte Herr, den die Gunnar er sagte. Was der letzte Mensch, die wird bekehrt sein, was der Tiet erfällt ist. Und dann komme ich wahr. In der Tiet der Bekehrung ist vorbei. Weil wir über nur denken, lebe ich in dem Segen für meinen Nächsten? Lebe ich in dem Segen Gottes nur meinen Nächsten? Und wenn nicht, dann werden wir diesen Segen empfangen. Gott lehrt auf dich. Und noch einmal zum Schluss wünsche ich jedem einen Gottes Fried, Gottes Fried und Gottes Gerechtigkeit. Und nehmt das Wort Gottes für ihr Leben. Der Herr segne euch. Amen. Wer wir noch zu beten? Und lieber Gott im Himmel, wir danken dir, dass Jesus Christus, dass du uns so gnädig bist. Und Herr Jesus, Dankeschön für den Himmel, für Lotte. Und hier mag uns Menschen zu kommen, wo wir alle gehen, die wir. Herr Jesus, Dankeschön für deine Hänge, die uns Sehen gebracht hat. Dankeschön für die Müll, was uns Sehen gebracht hat, was uns getröst hat. Dankeschön für die ganze Leben hier, das ihr dort verbildet, wo du uns nicht fehlgeschmiert hast, wo du uns nicht geschält hast. Du hast uns weitergebracht, du hast alles ab dir gelohnt, du hast unsere Sünde betont. Herr Jesus, dir sei Lob, Ehre und Preis bis in alle Ewigkeit dafür. Herr Jesus, wir wünschen uns so, dass wir auch gerne die Notfalle durch diesen Segen strömen, den du reut hast für uns. Erfüll uns mit dem Heiligen Jesus, mit Leib und mit der Friede, dass wir auch gerne ein Leben strömen wollen, so es in Johannes 7,38 sagt. Herr Jesus, lass den Strom schälen durch uns, damit du kannst verherrlicht werden und dort noch viele, viele Menschen können geraten werden. Jesus, wenn jemand du ist, wird es hier, noch die nicht ahnen dort. Weil ich dich noch einmal bete, Herr Jesus, der am Kreuz nu in diesem Moment, schie am Ohren, durch die ihm Jesus. Lass am Weite, du stehst du mit oben Arms. Herr Jesus, rup an. Rup an bei Numen, Herr Jesus. Und sieh gnädig. Schenkt dir noch viele, viele Tiene gerat, wo du die Wahrheit hast. Und erfäll uns mit dieser brennenden Leib, die in Evangelium rütte drehen, dass andere Menschen dort wirklich erreichen können. Dankeschön für die Kraft, die wir haben in dir, Herr Jesus. Dankeschön, dass du bei uns bist. Dankeschön, dass du unsere Gebete erhörst. Und Dankeschön, dass wir durch diese Klasse durch möchten, mit deiner Kraft. Wir loben, wir preisen dich dafür. Amen.